Herzlich willkommen zur Einführung zu Beethovens Opus 18 Nummer 1 in F-Dur. Anders als zum Beispiel Opus 95 mit dem Beinamen Serioso, welches übrigens auf unserem Kanal inklusive Einführung ebenfalls zu finden ist, ist das Opus 18 Nummer 1 durchwegs con brio und voll von positiver Energie. Es ist ein Stück von äußerst gesprächigem Gestus und die verschiedenen Instrumente bzw. Charaktere befinden sich in ständiger Konversation. Dabei lehnt sich Beethoven immer wieder an die Erzählweise und Klangwelt der italienischen Opera Buffa an. Gleich zu Beginn des ersten Satzes empfängt uns das Hauptmotiv im Unisono, also der einfachsten melodischen Form, und weist uns darauf hin, dass jetzt gerade etwas Wichtiges passiert. Tatsächlich wird uns dieses Hauptmotiv durch den gesamten ersten Satz hindurch begleiten und sogar bis zum Finale hin nie wieder richtig verlassen. Mit dieser Kompositionstechnik, also aus der Keimzelle das große Ganze zu schaffen, reihte sich Beethoven voll und ganz in die Stilistik der damaligen Zeit ein. Aber die Dichte an Möglichkeiten, die verschiedenen Motive zu verarbeiten und die Vielfalt an Beziehungen zwischen den Themen, auch satzübergreifend, ist einzigartig. Also schauen wir uns in dieser Einführung diese motivische Arbeit und den eingangs erwähnten Konversationston ein bisschen genauer an. Bis zur ersten richtigen Kadenz im ersten Satz, nach 19 Takten, erklingt das Hauptmotiv 8-mal, also fast in jedem zweiten Takt. Das ist ungefähr so, wie wenn man eine Geschichte vorlesen möchte und im ersten Abschnitt ist jedes zweite Wort identisch. Nicht ganz einfach, wenn man sein Publikum nicht langweilen möchte. Beethoven meistert diese Aufgabe aber mit Bravour und schafft mit clever gesetzten Pausen Lust auf mehr. Im weiteren Verlauf dieses ersten Satzes finden wir das Hauptmotiv in allen möglichen Umgebungen vor, zum Beispiel energiegeladen und gespannt, oder ein bisschen trotzig, immer auf der gleichen Note beharrend im Cello. Und dann ganz verträumt in einer entfernten Tonart in der Bratsche. Oder dann in der Durchführung im Streitgespräch zwischen den verschiedenen Instrumenten inklusive Abspaltungen des Themas. Und im nächsten Beispiel eine wunderbare Stelle von angeregter Konversation zwischen der ersten Geige und dem Cello, kommentiert ein bisschen süffisant, aber doch charmant, von der zweiten Geige und der Bratsche und dann die Synthese von aufbrausendem Unisono wieder in allen Instrumenten. Auch der zweite Satz bewegt sich ganz im epischen, erzählenden Stil, angelehnt an die Da Capo-Arie der italienischen Oper. Diese bezeichnet die dreiteilige ABA-Form oder in unserem Fall ABABA leicht erweitert. Die Stimmung ist traurig und schwer, die erste Geige klagt eine Arie über einer homophonen und relativ einfach gesetzten Begleitung, die an ein begleitendes Orchester erinnert. Kaum vorstellbar, dass kurze Zeit später genau dieses Thema in einem ganz gleißenden und stürmischen Licht erscheint. Was hat es auf sich mit dieser aufbrausenden 32. Figur? Hier werden wir wieder Zeuge von Beethovens Kunst, aus dem Kleinen das Große zu erschaffen. Diese Figur hat er nämlich lange vor diesem stürmischen Teil eingeführt und auf ganz organische Weise in unser Unterbewusstsein integriert. Schauen wir uns zum Beispiel die kleinen Floskeln an am Ende des Themas im Mittelteil in Dur. Diese sind übrigens ganz dezent angelehnt
an das erste Hauptmotiv vom ersten Satz. Diese leichten Sechzehntel werden kurz darauf in der ersten Geige fortgesponnen zu einer ganzen Kette, und diese Kette wird dann in allen Instrumenten wiederholt, übereinandergelegt und verarbeitet, sodass wir uns ganz langsam an diese erhöhten Notenwerte gewöhnen können. Kurz bevor wir in die stürmische Reprise zurückkehren, verwandelt sich eben diese Kette in eine bedrohliche Dominante von G-Moll. Der dritte Satz ist wieder eine ganz opernhafte Szenerie. Stellen Sie sich die Bühne vor mit vier Personen, alle sehr beschäftigt, aber niemand erledigt wirklich etwas und alle unterhalten sich angeregt im Flüsterton. Ins Trio im Mittelteil gelangen wir übrigens mit einer Methode, die Beethoven später immer wieder verwenden sollte. Und zwar lassen wir jede Art der Modulation einfach beiseite und verschieben das ganze Geschehen um einen Halbton nach oben. Der vierte Satz ist ein witziger und enthusiastischer Satz, hochvirtuos in allen Instrumenten. Auch hier erscheint das erste Motiv als eine einfache Kette von schnellen Noten, aber auf den zweiten Blick ist auch hier das Hauptmotiv wieder ganz raffiniert eingebaut. Der Satz ist gespickt mit erzählenden Momenten wie aus der Oper. Zum Beispiel Takt 59 in der ersten Geige, ganz leicht begleitet von Kontrapunkt. Diese Aussage wird sogleich von der zweiten Violine wiederholt und dann setzt die erste Geige noch etwas obendrauf. Dies ist eine ganz klassische Methode des opernhaften Erzählens, um den Sängern und Sängerinnen Zeit zu geben, sich ihren schauspielerischen Aufgaben zu widmen, zum Beispiel einen Mantel anzuziehen oder einen Tisch zu decken und so weiter. Und hier einer meiner Lieblingsmomente in Takt 86, die Sechzehntel erst in der Bratsche und dann im Cello. Ich nenne sie hier die obligaten Opernouvertüren Sechzehntel. Ausgerechnet Gioacchino Rossini sollte sie später in vielen seiner Ouvertüren verwenden. Weshalb ausgerechnet? Weil Rossini seiner Zeit, also ungefähr 20 Jahre später, als eines der ganz großen Genies der damaligen Musikwelt gefeiert wurde, aber er galt eben auch als ein fauler Komponist, der sich vor allem auf seinen Genius und seine musikalische Eingebung verlassen konnte. Diese Popularität und diese Faulheit, aus der er keinen Hehl machte, stand im direkten Gegensatz zu Beethovens Selbstverständnis und seiner arbeitsamen Natur. Nicht nur einmal äußerte sich Beethoven später über Rossini und sein Neid ist nicht zu verkennen. Zum Schluss entlasse ich Sie in einen Moment, den wir glücklicherweise später immer wieder bei Beethoven antreffen werden. Ein Instrument, hier das Cello, stimmt ein gesangliches Thema an, welches einfach und einprägsam ist, und alle Instrumente stimmen nach und nach darauf ein, sozusagen der Gassenhauer zum Schluss. Bekanntes Beispiel für diese Art von Gassenhauer-Gesang ist natürlich der Schlusschor in der 9. Sinfonie. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen nun viel Spaß mit Opus 18 Nummer 1 in F-Dur.